Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video von Brickforce. Ich muss heute leider ein bisschen schneller machen und ich mache auch einigermaßen jetzt ein kurzes LP, dadurch, dass ich ein bisschen Zeitmangel habe. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir werden nämlich heute meine Map, die ich jetzt gleich erst registrieren werde, wo jetzt alle mit dabei sein können, die möchten, registrieren und wird dann das erste Mal gespielt heute, zum 24. Dezember natürlich, weil das auch natürlich das Geschenk an Brickforce von unserem Clan zum Gangs ist, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet. Ich habe nämlich ein ganz riesenschönes, großes Geschenk gebaut. Ich zeige es euch nochmal im Ganzen, dass sich hier das jeder angucken kann. Die Map wird jetzt gleich sofort registriert. Ich muss jetzt nur noch die Spawns setzen. Und dann habe ich mir ein paar Leute, ich hoffe, die schaffen es jetzt noch zu kommen, rausgesucht, die natürlich im Video mit dabei sind. Ich schreibe mal schnell an den Clan. Wer gleich dabei sein möchte, der kommt raus. Neue wird registriert. Hallihallöchen. Ach und genau, jetzt kann ich auch gleich noch sagen, wen ich schon mal dabei habe, nämlich den Johnny. Den kennen bestimmt auch einige von euch. Ich muss jetzt wie gesagt ein bisschen hinmachen. Mein Passwort kennst du? Das, was ich immer drin habe? Ich glaube, ja. Okay, gut, dann brauche ich es jetzt nämlich nicht unbedingt ansagen. So, du hilfst mir jetzt noch schnell ein bisschen bei der Spawn-Verteilung, ne? Finde ich gut. Lustig, jetzt muss ich mein Jetpack jetzt nur suchen. Dauert eine Weile bei dem Inventar. Leider. gut, okay. Die Map wird größtenteils natürlich für den Escape-Modus gedacht sein. Das Loch da oben kommt noch weg. Einer mich bitte, dass ich nachher, wenn du drinnen bist, das Loch zu machen. Das wäre so ärgerlich, wenn das Loch noch in der Decke ist. Ich kann mich schon nichts merken. Ich glaube eher nicht, dass ich daran liege. Na gut, dann komm her und dann baue ich es danach gleich sofort zu. Ah, beruhig dich. Ja, komm, ich habe noch... ich habe nicht mehr so lange Zeit, ey. Das schreckt gleich mit Zeit. Ah, da bist du ja schon. Ja, ist ganz ruhig. Oh, das war der Falsche. Inkompetenz. Ja, sorry. Habe ich vielleicht öfter oder so? So, 16 grüne Spawns unten und dann noch Teamverteilung. Mit der Teamverteilung müssen wir auch noch was überlegen. Wir schreiben gerade einen aus dem Clan. So, sag mal, was meinst du? Wo? Ich setze jetzt einfach mal hier einen. Wir haben auch nochmal ein paar Leute gesagt, dass es vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, hier auch Teamkampf zu machen. Ich weiß es nämlich nicht genau, weil die Map anscheinend viel zu klein dafür ist. Ja, ist sie auch. Teamkampf wäre, naja, scheiße. Aber es gibt auch so eine Maps hier wie Mini Park oder keine Ahnung, die auch nicht gerade sehr groß sind. Also, ja, aber ich. Da kommt es halt auf, auf die Mitspieler drauf an, wie viel du hast. Ich meine, 16 Leute ist ein bisschen heftig. Kommt man hier eigentlich überhaupt. Ja, hier kommt man raus. Ich habe jetzt irgendwie gerade Schiss, dass ich hier. Also baue ich wirklich gar keinen Teamkampf, sondern einfach nur Escape-Modus. Gar nichts anderes erst. Wäre besser, ja. Okay, gut, dann lasse ich das. Aber dann geht das ja eigentlich. Ah, hier kann ich ja nicht bauen. Um den geht doch alles. Ne, hier ist das Gitter. Deshalb. Ich wollte ihn hier reinbauen, aber hier ist doch noch das Gitter von dem Dingens drin. Schade. Ist hier offen? Ja, hier ist auch offen. Hier. Na komm, Sima habe ich schon. Ja, immerhin, ne? Ich hoffe jetzt echt mal noch, dass die anderen beiden mal noch kommen. Ich glaub's jetzt beinahe nicht mehr, aber vor allem, weil die jetzt nicht wissen, dass ich schon gestartet habe. Ach, hier beim warmen Kamin kannst du noch einer einstellen. Die wollen kein Fame haben. Möchte den hier etwa jemand im Raum haben? Nein. Hältst du mich eigentlich bloß vom Essen ab? Essen ist überbewertet. Gibt ja heute eh nochmal ordentlich Essen. Naja, eben. Ich wollte eigentlich meinen Mittag gerade mehr essen. Ich muss auch auf jeden Fall nochmal, das könnte ich eigentlich jetzt schon sagen, an dich, an Fanny, an Napo, an Klon, an Lisi, an Badaboom. Und ich weiß gar nicht, wer mir noch alles so geholfen hat.
Ich sorgen ganz viele Menschen, Punkt. Ja, das könnte man natürlich auch sagen, aber ich bin jemand, der Dankbarkeit direkt ausspricht. Es ist davon Vorteil, dass ich meinen Maps lieber größtenteils allein baue. Wieso? Musst du nicht mehr so viel Danke sagen, oder wie? Eben. Ich kann mir eh nicht mehr nur den Eins geholfen. Na, ich weiß ja auf jeden Fall noch, Fanny hat den Baum gebaut, Klon hat den zugebaut, Lisi hat mir bei fast allem geholfen. Bei der Boom hat das Wasser gemacht. Ich hab das blaue Geschenk von Dingen begutachtet. Johnny hat mir bei den Jumps geholfen. Hat zwar größtenteils zu meckern, aber... Halt die Fresse! Ja. Ich werde mich dann sowieso aufregen, wenn ich bin. Ach, das geht schon. Guck mal noch schnell, wo jetzt noch keine Spawns sind. Dass wir noch schnell Stellen haben. Ja, siehst du da? Die Map ist so klein. Die Map ist wirklich sehr, sehr klein. Aber dafür wunderschön. Du kannst ja hier hinter den grünen. Was? Grünen Schneemann? Ja, okay, den hat Bala damals. Die Map habe ich ja letztes Jahr Dezember angefangen, für letztes Weihnachten. Ist halt nicht fertig geworden. Und dann wird es halt für dieses Jahr ganz einfach. Und da hat Badaboom noch letztes Jahr diese vielen bunten Schneemänner gehabt. Und ich fand den grünen halt so gut, wegen Zombie-Modus und so. Und da hat er mir den hier auch noch nicht hingebaut. Okay. So, ein Spawner, wo könnte ich den hinsetzen? Die Map ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe in dem Haus, ich habe da, ich habe hier, ich habe da. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis, auf keine Plätze mehr. Ach, weißt du was, ich setze jetzt einfach noch hier oben einen hin. Genau. Hier hin. Damit wäre die Map jetzt dann fertig. Dann würde ich dich mal kurz darum bitten, dass du jetzt einfach mal ganz kurz drin bleibst, weil ich mir die andere Brücke anschaue, oder? Du kannst aber trotzdem mal außerhalb vom Geschenk raus. Hier ist ein Loch, das musst du zubauen. Danke, ich danke dir. Immer gerne. Versuch dich. So, da vorne war das. Ja, hier. Das ist ein wunderschönes Outfit. Was ich jetzt so danke ich den Charakter jetzt habe, weil das jetzt das richtig nein. Nachdem ich den Charakter habe, kann ich das jetzt auch machen. So, jetzt mache ich schnell noch die Registration. Du bist aber nicht der originale Charakter, der aus dem Kopf. So, du musst ein ganzes Stück weg. Kommst du noch aus dem Bild raus? Ja, okay. Weiß ja nicht, jeder sehen wir alles mit dabei. Ja, weil man das doch an meinem Outfit erkennt. Ja. Kann jetzt eh jeder nachmachen. Nein, du hast immer noch die Medaille. Die fällt ja auch so extrem auf. Und weitens könnte ja das auch die goldene Clan-Medaille sein. So. Ja. Sieht erstmal noch, für wie viel mache ich den? Für 249. Kann ich mir glaube ich gar nicht leisten. Das hier kann raus, das hier kann raus. Also Deathmatch kannst du ja rausnehmen. Ja, ich hab hier alles draußen, ich hab das Gap gerade drin. Wollen wir eine Map-Beschreibung machen? Die kannst du auch zur Not noch hinterher ändern. Ja, kann ich den noch später ändern? Okay. Gut, dann. Kann ich das jetzt wieder zurück? Das sieht, glaube ich, gut aus. Okay. Mir war da jemand ein iPad registriert. Dann stoppe ich jetzt mal ganz kurz die Aufnahme und sobald die Runde losgeht, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.